Top 5 Series aus dem Monat März. Auf Platz Nummer 5 haben wir Hawkey himself, der spielt Halo 4 und zeigt uns, wie man mit den richtigen Nade-Skills einfach alles aus dem Spiel rausholen kann. Er wirft hier eine Nade, zwei Nades direkt in den unteren Gang, bekommt den Double-Kill, Out-BR für den Triple-Kill, doch er ist noch lange nicht fertig, denn er will den Overkill für die Vernichtung, damit hat auch er, glaube ich, nicht gerechnet. Auf Platz Nummer 4 haben wir einen Clip von Vanny, der spielt Halo 2 Anniversary auf Lockdown und er zeigt uns, wie man den Catwalk richtig dominiert. Fischt sich hier den ersten Gegner aus der Luft, versucht es dann mit dem Felsen, aber dann geht er zu dem über, was er am besten kann. Er verteilt Headshots. Es ist Your Face und Your Face für den Triple Kill. Doch, der ist noch lange nicht fertig, denn da ist noch ein Snapshot drin für den Overkill. Was für eine Domination. Auf Platz Nummer 3 haben wir My Own Fanboy mit dem Halo 4 Clip und er ist längst nicht sein einziger Fanboy, denn mich hat er auch im Bann gezogen. Fischt sich hier ohne Probleme die zwei Spieler weg, zielt dann vor für den Triple Kill Headshot und zielt dann over the map für den Overkill an drei Leuten. Was für ein Gameplay, meine Freunde. Shit gets real auf Platz Nummer 2. El Andrea spielt hier einen Clip in Halo 2 Anniversary, verteidigt hier eiskalt den Sniper Tower und fischt sich dafür alle Leute auf B weg. Holt sich den ersten Headshot, macht den zweiten Spieler down, kein Problem, hört den Lift Spawn und verteilt natürlich noch einen Headshot, ist aber noch längst nicht fertig, denn er muss noch diesen Mid-Air Overkill loswerden. Was für eine Aktion. Unsere Nummer 1, Killermark 123, zeigt, wie es in Halo Reach Snipes gemacht wird. Keine Ahnung, ob diese Liste wirklich noch gespielt wird. Finde ich faszinierend. Holt sich hier den ersten Typ mit dem Messer under pressure, dann im Nahkampf den zweiten. Sieht den dritten Spieler, bam, Headshot. Und wie sie spawnen, fallen sie auch gleich wieder um. Ein eiskalter Headshot für den Overkill. Und kein Problem, sich diesen Killtag zu holen, der einfach versucht fortzurennen. Was für ein Gameplay, Killermark. Diese Nummer 1 hast du dir echt verdient. Und wenn ihr bei dieser Vielzahl von tollen Clips jetzt richtig Blut geleckt habt, dann sendet doch selber mal was ein. Spielt irgendein Halo, was ihr wollt, sendet die Clips ein unter dem vorgegebenen Formular, was ihr in der Beschreibung findet. Und dann werden wir, die Halo-Admins, für die nächste Folge ein neues Rating erstellen. Das kann dann auch mal eine Top 5 sein, eine Top 10, eine Top 15, je nachdem, wie viele Clips ihr einsendet. Bombardiert uns ruhig, finden wir richtig gut. Und dann wird es ein zufälliges SEC geben. Das heißt, selbst wenn ihr nicht auf Platz Nummer 1 seid in unserem Rating, habt ihr trotzdem die Chance, dass euer Clip editiert wird von unseren Editoren. Das wird willkürlich von ihnen entschieden. Und ja, somit hat jeder eine gleiche Chance, da richtig das SEC abzuräumen. Ich hoffe auf viele Einsendungen und würde mich über Feedback zu diesem Programm hier freuen in der Kommentarsektion. Ich bin euer Venny und verabschiede mich erstmal hier mit und bin raus. Ciao.